Im heutigen Technikvideo geht es um die Vor- und Nachteile des Dieselmotors. Hallo zusammen. Im heutigen Video schauen wir uns mal die Vor- und Nachteile des Dieselmotors an. Hier habe ich keinen Anspruch auf Vollständigkeit, das heißt, ihr könnt gerne Sachen anders sehen, andere Vor- und Nachteile sehen, ihr könnt Sachen ergänzen oder auch wegstreichen. Das sind aber jetzt mal die Vor- und Nachteile, die für mich persönlich wichtig sind. Dann beginne ich mal mit den Vorteilen des Dieselmotors. Ein Dieselmotor hat einen sehr hohen Wirkungsgrad. Das bedeutet, von der chemischen Energie, die ich reinstecke, durch den Diesel, den ich da dazugebe, da wird sehr viel umgewandelt und ich kriege sehr viel Energie auch raus. Das heißt, ich habe wenig Verluste im Bereich Wärmeabgabe oder in anderen Bereichen. Reibungsverluste, Wärmeverluste habe ich bei einem Dieselmotor relativ wenig. Bei einem Ottomotor habe ich da deutlich mehr. Das heißt, der Wirkungsgrad von einem Dieselmotor ist besser wie der eines Ottomotors. Der Kraftstoff Diesel ist auch einfacher und ungefährlicher herzustellen. Diesel besteht aus Erdöl, was umgewandelt werden muss. Man sagt dazu auch Cracken. Das wird in einer großen Industrie gemacht. Dort wird Diesel hergestellt. Und das geht deutlich einfacher und schneller und auch ungefährlicher, wie Benzin herzustellen. Das ist auch einer der Gründe, warum Dieselkraftstoff meistens günstiger ist als Benzinkraftstoff. Oft sind Dieselmotoren auch länger haltbar. Das bedeutet, ich kann mehr Kilometer mit ihnen zurücklegen, bevor ich diesen Motor austauschen oder verschrotten muss. Das liegt unter anderem an den anderen Teilen, an der anderen Aufbauart einfach dieses Motors. Wir haben Steuervorteile in einigen Staaten. Auch in Deutschland ist es so, dass Dieselmotoren unterstützt werden, einfach vom Staat her weniger Steuern zum Beispiel, die man zahlen muss. Gegenüber des Ottomotors hat ein Dieselmotor weniger Kohlenwasserstoffe und Kohlenstoffmonoxid, was er ausstoßt. Dies beides sind sehr umweltschädliche Gase. Da haben wir bei einem Dieselmotor weniger. Das heißt, theoretisch auf diese beiden Abgase gesehen ist ein Dieselmotor umweltfreundlicher. Ist aber immer schwierig, denn es gibt andere Gase, wo so ein Dieselmotor ausstößt. Dazu komme ich aber gleich noch. Vorteil ganz klar von einem Dieselmotor ist ein geringer Verbrauch. Das heißt, er braucht weniger Diesel, er braucht weniger Treibstoff. Deswegen der geringere Verbrauch. Deswegen werden Dieselmotoren gerne bei Autos verwendet, mit denen man viel fährt und große Strecken zurücklegt. Also LKWs zum Beispiel oder ich bin ein Pendler, der viel mit dem Auto unterwegs ist. Dann lohnt sich wirklich ein Dieselmotor, weil der einfach weniger verbraucht und noch günstiger zum Tanken ist. Auch dieser Motorentyp ist ziemlich ausgereift. Erfunden wurde der 1893. Das heißt, auch hier haben wir schon einige Jahre an Entwicklungsarbeit dahinter und der Motor wird immer weiterentwickelt vom Wirkungsgrad her, von der Umweltfreundlichkeit her. Dann komme ich jetzt zu den Nachteilen. Dieser Motor ist sehr schwer. Das liegt daran, dass wir einen Selbstzünder haben und bei der Selbstzündung, das heißt, es muss ein extremer Druck aufgebracht werden, damit der Diesel auch auf seine Temperatur kommt. Denn wenn ich Gase zusammendrücke, dann erwärmen die sich und genau deswegen funktioniert auch diese Selbstzündung. Aber deswegen braucht man dickeres Material. Das heißt, der Motor an sich muss aus stärkerem Stahl, aus stärkerem Gusseisen bestehen, wie ein Ottomotor. Deswegen ist er ziemlich schwer. Bei einem LKW, der eh 10 Tonnen wiegt, ist es nicht ganz so schlimm, wenn der Motor ein paar Kilo mehr wiegt. Bei einem kleinen Auto, das eh relativ leicht ist, da macht es aber schon einen Unterschied, ob jetzt der Motor ein paar Kilo schwerer oder leichter ist. Er hat ein schlechtes Leistungsgewicht dadurch, das heißt, wie viel PS auf wie viel Gewicht kommt von meinem Motor, ist deswegen schlechter, weil mein Motor deutlich schwerer ist. Oft haben Diesel- und Benzinmotoren ungefähr die gleiche PS-Anzahl. Da aber mein Dieselmotor schwerer ist, hat er einfach ein schlechteres Leistungsgewicht.
Ein Dieselmotor hat höhere Produktionskosten, einfach daher, weil er zum Beispiel mit stärkerem, dickerem Material gearbeitet werden muss, weil alles noch genauer gearbeitet sein muss, dass durch diese Selbstzündung genug Druck entstehen kann. Da sind einfach die Produktionskosten höher. Deswegen ist auch ein Dieselmotor teurer wie ein Viertakt-Ottomotor. Ein Dieselmotor ist zusätzlich ziemlich laut. Das kommt auch hier wieder durch die Selbstzündung hauptsächlich. Das heißt, wir haben sehr hohe Geräuschemissionen, das heißt einen sehr hohen Lärmanteil einfach beim Dieselmotor. Ich habe es vorhin schon erwähnt, er hat zwar weniger Kohlenwasserstoffe und Kohlenmonoxid, was er ausstoßt, aber dafür sind die Stickstoffe, die auch umweltschädlich sind, höher wie bei einem Ottomotor. Das heißt, hier haben wir wieder so einen bestimmten Bereich, der sich auch ausgleicht. Zusätzlich stößt er, man sagt dazu, Rußpartikel aus. Ruß sind schwarze Verbrennungsreste, die ausgestoßen werden. Früher haben die Dieselmotoren ganz oft eine schwarze Rauchwolke hinten rausgeblasen, wenn man aufs Gas getreten ist. Das ist heutzutage nicht mehr so, weil wir einen sogenannten Rußpartikelfilter drin haben. Das bedeutet, die großen Rußpartikel werden bereits rausgefiltert, jedoch kommen die kleinen Rußpartikel immer noch in unsere Umwelt. Problem ist, diese kleinen Rußpartikel atmen wir ein und die setzen sich in unsere Lungen ab, was wiederum unsere Lungen schädigen kann. Das heißt, auch hier haben wir wieder etwas, was die Umwelt auch belastet. Deswegen haben wir eine relativ hohe aufwendige Abgasreinigung eben durch diesen Rußpartikelfilter und noch andere Filter, die damit drin sind, wo Stickoxide zum Beispiel auch rausgefiltert werden. Das habe ich bei einem Otto, Viertakt-Ottomotor nicht, aber bei einem Dieselmotor brauche ich das. Und zum Abschluss müssen wir natürlich auch kurz erwähnen den Dieselabgasskandal, wo die Werte geschönigt wurden und damit Autos verkauft wurden mit falschen Angaben. Das heißt, wie viel Abgase, was für Abgase sie ausstoßen, war dort über eine Schummeleinstellung gemacht worden, die einfach falsche Angaben macht. Und da gab es einen Dieselabgasskandal, der dem Ruf des Diesel auch nicht wirklich gut getan hat. Da könnt ihr mal zu googeln. Das ist eigentlich ganz interessant, was da los war. Das waren jetzt die Vor- und Nachteile des Dieselmotors. Ihr könnt euch gerne auch noch das Video anschauen, wo ich den Dieselmotor erkläre, die Funktion erkläre und die Einzelteile erkläre. Das habe ich euch auch verlinkt. Jetzt wünsche ich euch erstmal noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.